Es wäre mir wirklich ein Vergnügen. Ein Vergnügen, ihn mit der Machete, die er gerade hatte. Was ist er denn? Okay, ich bin weg. Ich bin sowas von weg. Kann ich hier rein? Nein, kann ich nicht. Kann ich hier durch? Da ist er. Oh! Das war ja mal gerade überhaupt nicht stressig. Erreichen Sie das Verwaltungsblock, um zu entkommen. Das ist der Priester. Das ist der Priester. Ich fasse es ja nicht. Jemand, der so sehr wie ein Priester aussieht, wie dieser Ort einem Irrenhaus ähnelt, schreibt Anweisungen an die Wand. Redet über Gott. Sagt mir, ich sollte keine Angst haben. Wie konnte ich nur je bei diesem beschissenen, inhumanen, giergetriebenen Moralgenozid mitmachen? Die Monster, der Murkoff erschafft, der Umfang, mit dem ihre stiefelleckende Geschäftswürmer es verteidigen, ihre eigenen Leute abschlachten. Ich habe noch nie in meinem Leben gebetet, Lisa. Aber sollte ein engstirniger Gott mitmischen wollen, dann soll er Jeremy Blair töten, bevor ich sterbe. Vernunft und Habgier, es gibt keine Qualen, die er nicht verdient. Es gibt kein Funkgerät, keine Hoffnung, die Außenwelt zu erreichen, nur entkommen. Ja, dieser Jeremy Blair, aber ernsthaft gesprochen, ganz ehrlich, der hat einfach nichts anderes verdient als den Tod. Ja, das kennen wir doch noch alles hier aus dem Dings hier. Das kennen wir doch noch von Outlast 1. Beides. Wir haben uns damals, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche, die... Naja, gut. Oh, die Tür zu. Ist ruhiger. Hier haben uns damals die Zwillingsbrüder, glaube ich, hingejagt. Ja, lass mich doch mit raus, Junge! Alter, dieser Egoismus. Okay, warte mal. Können wir hier irgendwie noch was suchen? Suchen, finden, finden, suchen. Batterien wären zum Beispiel nice. Weil ich bald keine mehr habe. Wie zum Beispiel hier. Genau. Können wir nämlich schon mal einmal reloaden. Also drei Stück zu haben ist schon... Sollte man haben. Sag ich so, wie es ist. Sollte man besitzen. So, hier geht's wieder in so eine Art Locker Room. Hier ist alles geclosed. Close it, close it, close it. Irgendwer verfolgt mich jetzt wieder. I don't know wer. Aber wir rennen einfach mal. Weil, wenn diese Melodie hier losgeht, sollte man rennen. I'm just saying. Alter. Wer kam denn jetzt eigentlich hinter mir her? Ich sehe ja nichts, wa? Ich sehe nichts. Und wieder nichts. So, wo sind wir hier? What? Die Tür geht doch gerade auf. Verarschen? Nochmal. Bitte was? Ja, klar. Tür geht auf. Und er macht... What? Und er macht einfach Tür auf, Tür zu, Tür auf, Tür zu. Ist ja bestimmt dahin, ne? Meistens ist ja, hilft ja das Spiel einem, indem er irgendwie so Lichtquellen andüdelt. Habe ich so das Gefühl, zumindest. Und ja, wir gehen jetzt hier mal lang. Hier spricht doch irgendwer mit mir. Oder nicht? Hat da gerade jemanden gehört? Hallo? War hier jemand? Ist hier jemand? Okay, hier kann ich auch wieder durch. Ich gehe mal von aus, hier muss ich auch durch. Hier muss ich dann wahrscheinlich runter. Okay. Ausnahmsweise mal ein Rätsel auf Anhieb gelöst. Nicht so wie mit dem Gasrohr. Mit dem Ventil.
Alter, hier ist es. Help me! Ich sag mal so, mir hilft auch gerade keiner. Deswegen, jeder ist auf sich allein gestellt, würde ich sagen. Das ist so. Ja. Ich würde gerne, aber es ist nicht gewollt. Töte uns! Brenn das Gebäude nieder. Schlimmer als der Tod hier. Töte uns, töte uns. Okay. Ja, kann ich das jetzt auch umsetzen? Also. Soll ich die Leute jetzt töten? Ist ernsthaft? So, hier waren wir eigentlich vorhin. Nee, waren wir nicht. Haha. Okay, hier müssen wir also lang. Okay, verstehe. So, Verwaltungsblock, Verwaltungsblock. Alter. Das Game ist leider extrem krank. Sag ich so, wie es ist. Und Alter. Ist das ein... Oh Gott! Jungs, wirklich. Manche Leute... Ja. Ich kann dazu kaum was sagen. Was? Gab's jetzt hier wieder Notiz? Brennende Lichter? Was ist hier los? Der Strom ist noch da! Elektrizität! Ich muss nachdenken, Lisa. Ich dachte, der Strom sei ein Beweis dafür, dass irgendwas Normales, irgendeine menschliche Kraft noch einen kleinen Teil von Mount Massive kontrolliert. Aber nichts Menschliches oder Zurechnungsfähiges kann hier irgendetwas tun, außer zu überleben. Und selbst das hält meistens nicht lange. Du warst immer die Vernünftige, Lisa. Du würdest mir sagen, ich solle mich beruhigen und mir einen Überblick verschaffen. Wahnsinn und der Unmenschlichkeit beherrschen diesen Ort. Was auch immer den Strom am Laufen hält, versucht mich hier gefangen zu halten. Ich muss ihn wieder ausschalten. Wie jetzt? Jetzt muss ich wieder zurück? Oder was? Also gehen wir jetzt wieder zurück und gucken, ob jemand den Strom wieder eingeschaltet hat. Okay, diese Blutspur war, glaube ich, gerade noch nicht. Haben wir da wirklich den Nebel wieder angemacht? Welcher Wichser macht hier einfach Strom hier an? Ein Strom aus! Wow! Du kleine, miese Made! Mann, hat der mich jetzt gerade wieder... manchmal catcht mich ja das Game. Also manchmal kriegt es mich ja eiskalt. Mach schon mal wieder Strom an. Nö. Nö. So, jetzt bin ich erstmal. Erstmal wieder Tür zumachen hier. So. Bin ich jetzt hier safe? Ja, das ist ganz schön laut. Da ist der Wallrider. Da gehe ich nicht lang. Jetzt sag mir nicht, ich muss da lang. Ich hab doch gerade da den Wallrider gesehen. Scheiße, ich muss da wirklich lang. Okay. Dann. Hallo? Ist er? Wo sind wir hier? Also jetzt sind wir hier auf dem Hinterhof. Bei den Abwässern. I think. Also so wie es aussieht hier. Sieht das nicht so... Ich muss schon wieder... Ich habe kaum noch Batterien, wa? Wie viele Batterien habe ich jetzt noch gehabt? Zwei. Hey. Ey, nee, ich muss jetzt wirklich da runterspringen. Okay, okay. Na dann, gehen wir eine Runde schwimmen. Hier irgendwo war doch eine Leiter. Okay.
Okay. Dann haben wir das zumindest geschafft. Wow! Okay, wir haben wieder einen neuen Eintrag in unser Notizbuch. Es wäre so einfach. Ich glaube nicht mehr dran, die Wahrheit zu offenbaren. Es gibt keine Wahrheit, nur Lügen, die wir zu lange geglaubt haben, anstatt sie zu hinterfragen. Es sind unsere Kinder, Lisa. Ich würde den leichten Ausgang nehmen, wenn wir die Jungs nicht hätten. Ich scheiß auf diesen verdammten Ort. Ich werde alles ausstehen, um hier rauszukommen. Okay? Okay. Gehen wir mal hier rein. What? Das... Was ist... So, herzlich willkommen bei uns in unserem Kettenlager. Wir freuen uns. Wir haben alle Wünsche offen. Ne, wir haben nicht alle Wünsche offen. Wir beantworten alle Wünsche im Zuge von Ketten und so. Nice. Was ist das für ein Raum? Was machen die hier? Sieht aus wie eine Ölbohrmaschine. Einfach so runter. Runtergebohrt. So, halt dich fest, Junge. Hüpf mal rüber. Wayland. Und wir müssen bestimmt da oben raus. Aber wir gehen erstmal weiter. Weil wir wahrscheinlich hier raus müssen. Okay. Ich dachte, wir sollen zu dem Verwaltungsblock. Aber das wird uns hier auch auf jeden Fall wahrscheinlich da nicht hinführen. So meine Vermutung. Aber gut. Ja, hallo. Durchklettern. So, wo geht's hier lang? Hier geht's einfach nur in Kreis, oder ist es... Ist es the way? Ist das der Weg, den ich gehen soll? Oder ist links der Weg, den ich gehen soll? Okay, links ist nicht der Weg, den ich gehen soll. Also gehen wir wieder zurück und springen da Geronimo-mäßig einfach rüber. Weil wir es können. So, und Geronimo! Ja komm, halt dich fest, Junge. Das tut sonst sehr weh, wenn du da runterfällst. Okay, es tut sehr weh. Dass du das überhaupt überlebt hast. Waren locker 10 bis 15 Meter, Junge. Ja? Steh auf. Mal weiter. Du bist anscheinend ein Übermensch. Was? Was? Was ist denn mit euch verkehrt? Okay, also wir haben hier Besuch, würde ich sagen. Oder wir sind der Besuch. Ja. Wir sneaken uns jetzt hier durch. Wir haben da gerade noch ein paar Leute gesehen. Ein was? Ein was? Ein Geschenk für den Bräutigam? Was? Hallo? Wer macht hier Geräusche? Ich bin der Einzige, der hier Geräusche machen darf. Da ist noch eine Batterie. Sehr gut. Jetzt mache ich noch ein paar Batterien auf, das finde ich gut. Alter! Okay. Wir haben hier wieder eine neue Notiz. Weiße Männer. Wieder drinnen. Es ist fast so, als ob ich immer tiefer reingerate, je mehr ich versuche rauszukommen. Tote sind keine Überraschung mehr. Selbstmorde scheinen eine weise Entscheidung zu sein. Bitte was? Okay. Also von der Aufmachung her hat er so ein bisschen was von Hitman. Der Typ. Ne? Ist, What? Bitte macht nicht sowas. Be quiet. If they catch us, they'll give us to him. The man. Erschreck mich doch mal nicht so, Junge.
Ja, ja, very, very bad. Ey, der hat mich jetzt gerade damit richtig... Puh, Junge, also... Das war jetzt nicht hübsch. Von dir? Was? Nein! Ich will mich nicht verstecken. Ich will hier das Dokument haben. So, von N. Wolfram zu F. Ford, Dr. Ford. An diesem Nachmittag habe ich ein weiteres Interview mit ihrem Patienten Dennis durchgeführt und ich stimme ihrem Verdacht zu. Innerhalb des 40-minütigen Interviews hatte ich reichhaltigen Kontakt mit allen vier von Dennis' Persönlichkeiten. Soweit ich es einschätzen kann, handelt es sich um zwei Brüder, den Vater und den Großvater. Sie scheinen sich hauptsächlich um eine Art lebensbedrohliche Flut zu sorgen, auch wenn es nicht erkenntlich war, ob diese Ereignisse schon stattgefunden hat oder es unmittelbar bevorsteht. Die Klarheit seiner Wahnvorstellung und die performative Ausdrucksweise seiner Persönlichkeiten lassen darauf schließen, dass es sich um eine Simulation handelt. Ich gehöre normalerweise zu den Fürstenburg-Verfechtern, den kategorischen Skeptikern und dissoziativer Persönlichkeitsstörung. In Dennis Fall scheint es sich eindeutig um eine Erfindung eines aufmerksamkeitssuchenden Patienten zu handeln, der eher Symptome von extremem Narzissmus und einer Zwangsneurose aufweist. Setzen Sie diese Schocktherapie fort. Hochachtungsvoll, Dr. Wolfram. Ja, Schocktherapie. Hilft ja auch immer so toll. So, hier, da können wir jetzt mal wieder ein bisschen was pushen. Push the button, yeah, before. Haben wir? Haben wir. Gehen wir hier durch. Hallo? Ich sehe nichts. Achso, ja, muss mal Batterien wechseln. Ah, ich sehe mehr. Und ich höre irgendwas. Ich höre Kleinigkeiten. Was ist... Alter, wo kommt ihr denn hin? Okay. Hier kommen wir hier durch. Hier auch nicht. Also gehen wir hier weiter. Oder? Ja, wir müssen ja hier weiter, oder? Hier kommen wir auch nicht durch. Aber hier wären wir gewesen. Ah, ich verstehe, wo wir jetzt langsam sind. Kommen wir hier eigentlich nochmal kurz da lang? So, Batterien haben wir noch 2 von 10. Ich würde gerne mehr Batterien haben wollen. Immer noch. Einfach um Batterien zu haben. Da, diese kommen. Kaum sagt man im Spiel, man möchte Batterien, bekommt man Batterien. Das finde ich gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Aber ich komme bestimmt hier weiter, oder? Hier hoch, dann hier hoch. There he is. What do you think? Oh, he'll do. For once we agree. Hey! Falsche Seite! Kann ich jetzt hier durch? Aha! He got away! Tschüss! The groom will have us! Shut up! Falsche Seite? Ja, falsche Seite. Aua! Das ist doch die richtige Seite gewesen. Ja, hier komme ich doch. Doch, hier komme ich weiter. Nee, komme ich nicht. Aua! Hör auf! Ja, da kann ich auch nicht lang. Mann, oh! Achso, ich muss ja auch hier lang. Jo, kommst du nicht, ne? Boy. Oh boy. Yeah. Ich bin weg. So, wir müssen einmal kurz reloaden.
So. Haben wir ihn outplayed. Wie er outplayed mich jetzt und guckt mir einfach jetzt hinterher. Das wäre jetzt richtig, richtig fatal für mich. So. Dann haben wir hier eine Näherei. Also, hier sind ganz viele Nähmaschinen. Und Musik? What the fuck ist denn hier schon wieder los gewesen? Eine neue Hölle. Der Körper eines Mannes verunstaltet und verbogen, um den Moment der Geburt darzustellen. Oder zu verhöhnen. Das ist etwas, was kein Mensch sehen kann, ohne sich in einer irreparablen Weise zu verändern. Ich war bei dir, als unsere beiden Söhne geboren wurden, Lisa. Bis vor kurzem war es das Wunderbarste, was ich je gesehen hatte. Absolut außerhalb aller glaubhaften Überzeugungen und dennoch wurde es irgendwie zum Zentrum dessen, was ich seitdem glaube. Du hast immer gesagt, ich wäre zu wortwörtlich, hast versucht, alles in einem Wenn-Dann umzuwandeln. In der letzten Zeit habe ich meinen Horizont erweitert. Ich kann es diese Dinge, die ich gesehen habe, geben. Aber ich kenne die Antwort. Geld. Profit. Dinge wurden erschaffen, einfach weil wir sie erschaffen konnten. Also, liebe Zuschauer, ich mache das jetzt mal mit Absicht. Wir gucken uns jetzt den Spaß da mal nicht weiter an. Ist zwar ein Horror-Game-Channel, den wir hier betreiben, aber irgendwo haben wir dann auch irgendwann mal auch unsere eigenen Grenzen. Und meine Grenze ist hier mit diesem Szenario ganz kurz mal erreicht. Dementsprechend werden wir jetzt da nicht genauer drauf gucken. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, was das Ganze angeht. Es ist sehr krank und verstörend in meinen Augen. Aber gut.